Bodypainting, da könnte man spontan an Blondinen mit laszivem Sprühmich-Blick denken, deren Körper mit eher peinlichen Motiven versehen sind. Amizerisch zeigt jetzt, dass Bodypainting aber auch was sehr Ästhetisches und Cooles sein kann. Künstler malen in der Regel Bilder. Der Performance-Künstler Neil Curtis allerdings benutzt für seine Malerei nackte Männer. Und das ist für viele immer noch ein Aufreger. Seine Kunst provoziert. Neil Curtis malt nicht auf Leinwand, sondern auf nackte Männerkörper und lässt dabei kein Detail aus. Seine aktuelle Vernissage Replace Clothes zeigt zwei Menschen, die sich in einem Raum befinden und darauf warten, von der normalen Welt in die Welt des Künstlers transportiert zu werden. Du machst ja Kunst, ich sage mal, im Kontext von Bodypainting. Bodypainting hat kein so besonders gutes Image. Ist das schwierig? Ja, also mit Bodypainting verbinden halt die meisten einen bemalten Körper, der mit irgendeinem Motiv verziert ist, mit irgendwelchen Elefantenrüssel oder irgendeinem Blumenmotiv oder so. Aber ich habe den Bezug zum Bodypainten eigentlich auf einer total anderen Ebene angesetzt, nämlich das Verändern des Körpers mit der Farbe. Und ich mache das in einem fast schon industriellen Prozess eigentlich. Ist denn ein nackter Mann, wenn man das so sieht, immer noch ein Aufreger? Also ich habe eine Performance gemacht in einer Galerie und wie auch in vielen oder in allen Sessions, die ich mache, war der Mann nackt. Ja. Und es ist natürlich ein gewisses Tabu, den nackten Körper zu zeigen. Aber wir haben einfach einen Schwanz und so wie eine Frau Brüste hat, hat der Mann einen Schwanz und auch die Brüste sind eigentlich sexuell besetzt. Also man muss einfach dieses Tabu, man muss sich dem stellen. Würdest du sagen, deine Kunst fällt in die Kategorie schwule Kunst oder lehnst du das ab? Also ich lehne das absolut ab, dass ich jetzt sage, das ist schwule Kunst, weil ich finde, ich arbeite mit einem männlichen Körper zusammen und jeder heterosexuelle Mann, der mit einem weiblichen Körper zusammenarbeitet, ist ja jetzt auch nicht ein heterosexueller Künstler, sondern er ist ein Künstler. Ich habe auch zum Beispiel Interviews gegeben für Frauenzeitungen und Magazine, die halt sich an Frauen wenden. Und meine Arbeit ist genauso auch ein Angebot an jede Frau, sich mal Bodypainting anzuschauen aus dem Blickwinkel, also mit Männern. Ja. Also es gab zum Beispiel bei meiner Performance Replace Clothes with Paint gab es zwei Männer, einen weißen Mann, der einen Bankangestellten gespielt hat oder einen Businessman oder die Wirtschaft symbolisiert hat. Und es gab einen zweiten, einen Schwarzen, der einen Soldaten dargestellt hat, also die Gewalt, die Macht. Und letztendlich waren sie beide nackt. Wählst du das bewusst aus oder ist dir das egal erstmal, wer da kommt? Ich wähle natürlich schon bewusst meine Models aus. Aber es spielen halt auch Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel, ist die Person locker, hat sie eine Ausstrahlung, hat sie eine gewisse Ästhetik, die mich interessiert. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel mit jemandem zusammengearbeitet, der hat unglaublich abstehende Ohren gehabt. Ja. Und normalerweise sagt man ja, also das entspricht nicht dem Schönheitsideal. Ja. Ich finde Ohren super. Ich find das super. Ja.